Wie weit darf es und soll es mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz gehen? Wir fragen nach, heute in meiner alten Heimat Basel. Hast du schon einmal von der Sophia gehört? Nein. Das hier ist Sophia, der erste menschliche Roboter mit 60 Gefühlen. I have my own kind of existence, my own kind of emotions. I'm a new sort of life form, after all. A new species. Löst das aus? Keine Ahnung, es ist irgendwie ein bisschen beängstigend. Gar nicht. Ich finde, das ist Spielerei eigentlich. Ja, Respekt. Hast du manchmal Angst, dass die Roboter die Überhand kriegen und die Weltherrschaft übernehmen irgendwann? Nein, das überhaupt nicht. Was macht der Mensch so einzigartig? Ja, Empathie. Wo gibt es in Ihrem Leben, in Ihrem Alltag Bereiche, wo Sie sich durchaus könnten vorstellen, dass ein Roboter Ihnen die Arbeit abnimmt? Wäsche machen und so. Vielleicht im Haushalt? Ja, wenn ich einen hätte, der meine Masterarbeit schreiben würde. Was wird der Roboter deiner Meinung nach nie im Mensch vormachen können? Er wird nie so lieben können wie mir. Ein Roboter ist immer gemacht von Menschen. Und für mich ist die Qualität des Menschen, dass er nicht gemacht ist. Es gibt ja verschiedene Formen von künstlicher Intelligenz. Welche hast du das Gefühl, wird sich am ehesten durchsetzen in Zukunft? Autos, die fahren ohne Fahrer. Da hätte ich Hühnerhaut auf dem Beifahrersitz. Basler machen sich definitiv nichts vor, scheinen sich absolut bewusst zu sein, was da auf uns zukommt. Haben sehr realistischen und pragmatischen Approach in puncto künstliche Intelligenz. Und jetzt geht's ab auf Zürich.